So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Minecraft-Folge. Letzte Folge muss ich ja aufhören wegen dem Ruckeln. Das geht jetzt wieder, läuft flüssig, einigermaßen. Und wir haben den ersten Pumpkin, natürlich auf der Wiese. Und der hier wisch höchstwahrscheinlich auch. Aber bevor das passiert, ist hier zu. Na, da kann ich nicht bringen. Da müssen Melonen her. Bis nach außen wachsen, nicht nach innen. Das kapieren die einfach nicht. Zu doof dafür. So, Getreide wächst. Will ich natürlich auch weiter hoffen. So, Äpfel nehme ich mit. Und wir haben natürlich hier drei Balken Hunger. Gleich erstmal zwei Äpfel fressen. Und wir haben Besuch. Habe ich das Gefühl, da hinten ist eine Spinne und so. Ich schlaf mal bis zum Tag. Und dann erkunden wir die andere Insel. Dann rüsten wir uns auf, erkunden wir die andere Insel und fertig ist. Ein Haus werden wir auf der anderen Insel erstmal nicht bauen. Vielleicht eine kleine Unterkunft oder sowas, aber ein Haus nicht. Ne? Wir bringen erstmal Holz hierher. Holz, alles, was wir kriegen können. Einen Apfel haben wir noch. So, ich nehme 13 Brote mit. Nimm mal Stein, nehme ich nicht mit. Ich nehme eine Axt, eine Spitzhacke, eine Schaufel. Eine Hacke brauche ich nicht. Ja, das brauche ich nur. Was nehme ich noch mit? Nimm Holz mit. Holz. So, dann war's das. Dann können wir auf der anderen Stelle, auf der anderen Seite einen kleinen Anleger bauen und dann haben wir es auch. Und wir fahren heute mit dem Boot hier. So. Das wird eine kurze Fahrt zwar, aber ja gut, wird sich lohnen. Wird sich lohnen, auf jeden Fall. Feuer. Gleich mit Vollgas auf die andere Insel. Na. Ja gut. Akazie haben wir da. Wir haben eine kaputte Axt mitgenommen. Willst du mich verarschen? Klack. Was soll... Alter. Willst du mich verarschen? Der legt da hinten an und lässt mich hier auf den halben Weg wieder zurück. Diese Scheißboote, ne? Die machen mich irre, ganz ehrlich. Die machen mich irre. Jetzt habe ich die Maus... jetzt habe ich den Arm, der irgendwie krüppelt, ins Bild hängt. Sieht auch nicht schön aus. Kann ich auch nicht wechseln, so. Alter, muss ich da jetzt wieder hinlaufen? So, das ist Akazie. Das ist afrikanisches Holz. Mal so gesagt. Wir gehen erstmal kurzzeitig über die Insel. Ich guck mal, ob die Welt sich generiert, weil da hinten haben wir unser anderes Haus. Und ja, du könntest natürlich hier auch eine neue Axt machen, nur wir haben ja keinen Stein mit. Gut, das ist jetzt hier noch eine normale Eiche, die nehme ich natürlich auch mit. So muss ja sein und... Hier kommt dann der kleine Bootsanleger hin. Oh Gott. Ja, manchmal, ne? Manchmal. So, ein ganz kleiner reicht. Das Holz mache ich hier natürlich heller, weil es hier natürlich afrikanisch ist. So. So. Hier spackt das ein bisschen rum, das Holz. Es leckt irgendwie ein bisschen die Welt. Keine Ahnung warum. Ich habe echt keine Ahnung. Scheiße, aber okay. Na gut. Können wir unseren Sommersitz machen. Bauen. Lassen. Bauen.
Können wir tatsächlich machen. Das habe ich natürlich auch sehr bald vor. Komme ich da hoch? So komme ich da hoch. Oh Gott. Noch ein. Keine Angst. Jetzt mal die Werkbank. So. Jetzt bauen wir erstmal wieder ein paar Äxte. Das kann jetzt ein bisschen... Natürlich, dass wir hier natürlich jetzt nur noch so sind, dann brauchen wir jetzt Holzäxte. Gut, okay, gehen schnell kaputt, aber... Anders komme ich das auch nicht gebacken. Wir springen jetzt, damit wir da oben endlich mal ankommen. Das, der Bug funktioniert ja noch, ne? Peng. Fertig. Da hinten ist ein Dorf. Wir haben hier Bewohner. Da sind Kühe, krass. Oh, ist das warm hier. Also jetzt nicht hier auf der afrikanischen Insel, da sowieso, aber... Boah, die Kuh nehme ich mir... Die nehme ich mir nachher vor. Da ist ein Dorf. Scheiße, geil, das sieht sogar ein bisschen größer aus. Hier sind noch mehr Kühe. Alter, Karotten, wir können Karotten anbauen, Leute. Hey. Hey, ihr. Was haben die denn hier? Besonderes. Ja, die haben dann diese Slabs, da haben sie... Oh mein Gott, Bücherregale. Die geilsten. Hier wohnt doch keiner mehr, ne? Also, ich meine, ist natürlich schon ein bisschen unnötig. Wir kommen hierher und bauen hier gleich mal Bücherregale vom Haus ab. Ist natürlich auch schon ein bisschen unhöflich, ne? Wisst ihr was? Zieht doch bitte zu uns an die Küstenstadt. Das wäre sehr nett. So, und bitte, Tür zu. So, jetzt gucken wir mal hier so ein bisschen durchs Dorf oder das, was wir hier vom Dorf noch haben. Also ich möchte tatsächlich das Dorf hier rüberziehen lassen auf die andere Seite, auf die Side of the Life. Ja, und nicht auf diese tote Seite hier. Wir brauchen die Seite des Wassers. Haben wir hier was Nützliches? Nein. Dann würde ich sagen, räumen wir das Dorf. Die Villager dürfen natürlich gerne drin bleiben. Die brauchen wir auch noch zum Verhandeln. Was hast du, Geistlicher? Schick. Du? Ja, natürlich können wir mit denen natürlich auch tauschen. Das, genau deshalb lasse ich die auch hier drin. Die lasse ich hier im Leeren stehen. Wenn ich die dann tot getauscht habe, dann war es das. Ah, hier, guck mal. Schönen guten Tag, ich komme mal durchs Fenster. Macht ja nichts. Alter, krass, dass hier jetzt ein Dorf ist. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ganz ehrlich. Ja gut, hätte ich ehrlich nicht mitgerechnet. Na gut, dann haben wir es. Ja, gut, dann benutzen wir das Fenster. So. Kartoffeln. Die Ernte lasse ich einfach mal eingehen. Darum können sie sich jetzt selber kümmern, die Leute, die hier wohnen wollen. Also ich halte sie hier nicht ab vom Wohnen, aber tatsächlich auf der anderen Küste ist es besser. Ist auch nicht so warm. Wie kann man so doof sein, hier hinzuziehen ins Warme, wo es kein Wasser gibt? Die brauchen zwar kein Wasser, aber ganz ehrlich, das wäre menschlich nicht. Das geht nicht. Nee. So, hast du hier noch was? Nee. Haben wir hier noch was? In der Kirche? Jo, nee. Es ist alles weg. Alles weg. Ich brauche jetzt ein paar Felder. Wobei ich das hier doch schnucklig finde. Also, ich finde es hier doch schon schön. Geil, Karotten. Alter, wir haben hier 16 Karotten, 24 Kartoffeln. Ups. Tut mir leid, das war mein Magen. Das hat man ja gehört, ne? So, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das gehen würde. Na, da hat sich mein Magen beschwert. So, Papier, 1, 2, Alter, was wollt ihr alle mit euren Smaragden? Ganz... Alter, bist du bescheuert?
Nee, hau mal ab. So. Jetzt möchte ich mal gucken. Ah, jetzt haben wir hier natürlich noch eine Kuh. Eine scheiß Kuh. Ah, du kannst ja auch ruhig hier. Hier, mach die Ernte mal kaputt. Bringt Spaß. Ja. Ja. Fleisch, aber so was du alle das gleiche. Seid vielleicht, du bist ein Geistlicher, ne? Sieht gut aus, was du hast. Ich suche nach einem besonderen. Ja, Geistliche, ja gut. Kirche verdient sich dumm und dämlich durch die Geistlichen hier. Schlag 2. Auch geil. Geil, geil. Kann ich mir natürlich aber selber machen, ne? So. Oh, hier ist nichts, was ich brauche, ganz ehrlich. Die Felder haben wir jetzt abgegrast. Und ja, gut, okay. Erstmal ein Screenshot. Ist natürlich auch schön hier gehalten, nah an der Küste, aber ganz ehrlich, nee, danke. Ich spaziere jetzt mal kurz weiter. Ach, guck mal, hier haben wir noch Ernte. Tschüss, Erntchen, Erntchen, Popernchen. Wird alles drüben angesät. Angesetzt, angesät. Das brauchen wir hier nicht mehr. Kartoschka gibt es da auch nochmal. Ein ganzes Pack. Da muss ich ja bald die Felder bei mir vergrößern. Also damit habe ich nicht gerechnet. Mit einem Dorf. Mit einem ganzen Villager-Dorf. Schwarze Wolle, Alter. Wertvoll. Und Fackeln. Fackel nehme ich mit. Schwarze Wolle ist wertvoll. So, wo gehen wir jetzt hin? Huch, kurzer Hänger. Von da kamen wir. Oh Gott, hier sind noch mehr. Alter, geil. Ich bin hier reich. Oh mein Gott, ey, krass. Super. So, das wäre es jetzt echt von der Ernte. Jetzt geht's. Geil.